Was sind das für Uhren, Alter? Die sehen krank aus. Die sind alle werksbesetzt. Die Uhr siehst du nirgendwo auf der Welt. Nur ich hab die. Aber dafür haben wir umso mehr Richard Müller-Flagge, Bruder. Ja, die ist 2,1 Millionen Dollar. 2,1 Millionen Dollar, Alter. Das ist ein halbes Kilo Weißgold mit über 80 Karat VVS-Stein. Ich hab schon gesagt, du bist ja in Dortmund geboren, ne? Aber in Dubai aufgewachsen. Genau. Zum Pott komm ich. 37 mm, skelettiert. Das ist genau dieselbe, die Travis Scott trägt. Unterschied, hier redest du von 450.000 Euro. Was? Ja, Bruder, Stahluhr, Bruder. Einer der Hauptgründe ist halt, dass du sehr viel Geld verschieben kannst, Bruder. Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Emir of Dubai. Das letzte Video ist jetzt knapp 2 Wochen her, ich konnte nicht so aktiv sein auf YouTube. Das hat mehrere Gründe, zum einen halt das Business, ich muss arbeiten, auf der anderen Seite aber auch, dass ich sehr viel unterwegs bin und immer wieder neue Leute kennenlerne. Und einer dieser Leute, die ich zuletzt kennengelernt habe, ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Er besitzt eine Galerie hier in Dubai, wo mit Juwelen und Luxusuhren gehandelt wird. Und wenn ich Luxus sage, Leute, dann wirklich top of the top. Er hat mich eingeladen, er hat gesagt, wenn du Bock hast, kannst du hier einen Vlog drehen und ich habe es natürlich dankend angenommen. Von daher werden wir ihn jetzt besuchen und ich werde euch zeigen, was er alles da hat. In diesem Video wird es sehr viel um Flexerei gehen. Wir fangen schon mal an. Also bleibt auf jeden Fall dran. Wer von euch erkennt, wo wir sind? Richtig, wir sind wieder im H Hotel Dubai. Dort, wo auch Ashraf und seine Aras Group sein Office haben. Wir allerdings besuchen heute nicht ihn, sondern den Nima. Er ist in Dortmund geboren, in Dubai aufgewachsen und betreibt, wie gesagt, eine richtig kranke Galerie mit Diamanten, mit Juwelen und Uhren. Und wir fahren jetzt hoch. Der Nima wartet schon seit einer Stunde auf mich. Ich hoffe, er ist nicht sauer. Und hier sehen wir halt den Eingang. MH und Sailo Serlo. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Hey. Hi. Can you call Nima, please? Ihr habt gesehen schon, allein hier die Türgriffe mit eigenem Logo, Empfangsdame, schönes Interieur. Und wir warten jetzt, dass wir hier abgeholt werden. Yes, thank you. Wie geht es dir, mein Bruder? Wie geht es dir, mein Bruder? Hängst du dich so an? Wie geht's, Bruder? Wie geht's dir? Alles klar? Dankeschön. Sorry, dass ich warten lassen habe. Was ist das? Live? Bist du noch live? Bruder, das ist nicht live. Aber was hast du da für Batzen auf den... Kurz, Entschuldigung. Schufa. Wie geht's dir? Bruder, danke für die Einladung. Ich hab dich schon kurz... angeteasert den Laden. Hast du gemacht? Ja, dass wir uns kennengelernt haben, dass du die krasseste Galerie in Dubai hast. Mit Uhren und Diamanten. Wie willst du anfangen? Sollen wir direkt hier den Laden zeigen? Zeig doch, hier ist doch so ein bisschen mehr so Frauen. Ja. Weißt du, wie Frauen sind, deswegen ist sie ein bisschen mehr so, hier darfst du nicht rauchen, kriegst du hier Cappuccino, ein bisschen Cappuccino, ein bisschen so, weißt du, ein bisschen hellere Farben. Und dann hinter der Tür, die eigentlich zu sein soll, verschlossen ein bisschen, ist dann unsere Männerhöhle, Man Cave. Okay, dann fangen wir kurz hier an. Die teuersten Sachen, die du für die Frauen findest, sind da. Aber sehr schöne Einrichtung, gefällt mir sehr, sehr gut. Man fühlt sich schön wohl. Wir haben hier ein paar bisschen größere Steine. Hier hast du... Ein Diamant? Ja, 12 Karat. Tschüss. Großen Diamant. Was kostet der? Ungefähr 180.000 Euro. Hier haben wir was für 400.000 Euro. Kolumbianischer Natur. Ah, ich kenne das. Das ist von Dingens, grüne Gewölbe. Ja. Hier, Leute, die Sachen aus dem grünen Gewölbe. Wie gesagt, das hier der Showroom. Hier ist halt so normaler Schmuck. Was heißt normaler Schmuck? Diamantenschmuck, aber halt. Alltäglich. Alltäglicher Schmuck. Und jetzt gehen wir in die Höhle rein. Nice meeting you. Okay, show you, right? I think this is your cousin, right? Yeah. Ist dein Cousin. Und mit dem zusammen, hey, how are you? How you doing, und mit dem zusammen betreibt ihr das, ne? Genau. Wie sieht du mich heran? Aber zeig mal kurz eure Uhren, damit sie ein Gefühl haben. Can you show you this? This is Endstufe, Digga, 4,5 Millionen Dollar. Yeah, this is the top. Top of the top. Also ihr wisst schon, was euch jetzt erwartet hier, und zwar Endlevel. Bro, stell dich mal kurz vor. Ich heiße Nima, man nennt mich auch Nemo, wie der Fisch Nemo, weißt du, auf Englisch so Nemo the Jeweler mäßig, einer von denen, oder? Ich hab schon gesagt, du bist ja in Dortmund geboren, ne? Aber in Dubai genau, aufgewachsen. Genau. Zum Pott komm ich. Digga, das ist Hani, er ist unser Krypto-Genie.
Ja. Weißt du, wir, bei uns kannst du auch mit Krypto zahlen, das ist so einer unserer größten Flex quasi, abgesehen natürlich von den Uhren und so. Du kannst ja einfach mit Krypto zahlen. Die Kunden kommen hin, schicken mir Bitcoin, Dogecoin, irgendeinen Chat, Bruder, und zack. Und er ist so Genie, weißt du, der macht das alles mit Krypto. Ich habe eben gesagt, dass hier HM heißt, aber ich war mir nicht sicher mit Silo, ich habe Silo so irgendwas. HM haben wir früher, war so unser Name. Oder wir haben geändert, HM ist jetzt nur noch unser Logo, also es ist quasi nur Design, wir sagen das nicht mehr. Wir haben Kaelos geändert, das ist lateinisch und heißt Arroganz, ein auf dem. Stark, ein bisschen für internationaler, auf internationaler Basis ist das ein bisschen vorteilhafter für uns. Fangen wir mal direkt mit den Uhren an, die ihr hier habt. Das hier nochmal öffnen bitte. Oder pack mal so die Highlights aus, ich weiß nicht, wie gut man das hier erkennen kann. Leute, hier ist auf jeden Fall alles original. Alles neu. Alles neu? Alles neu, zum Beispiel hier die Perpetual Calendar, 41er AP, sehr seltene Uhr, noch komplett verklebt vom Werk. Was kostet die zum Beispiel? Die kostet $250, das heißt ungefähr 230.000 Euro ungefähr. Hier habe ich die Travis Scott Edition, 37 mm, skelettiert. Das sieht krank aus. Frosted White Gold, das ist genau dieselbe, die Travis Scott trägt. Was kostet die? Die kostet ungefähr gleich 240.000 Euro. Umgerechnet. Okay. Einer unserer Highlights haben wir gestern reinbekommen. Die neue, ich weiß nicht, ob man das erkennt, dass es grün ist. Ja, erkennen. Das ist die neue Patek 5711. Zum Vergleich nochmal die blaue. Das ist die Standard, die jeder kennt, ne? Ja, ja. Rechts ist die blaue, links ist die grüne. Ja, man kennt das schon. Natürlich riesen Preisunterschied. Hier redest du von 450.000 Euro. Was? Ja, Bruder. Stahluhr, Bruder. Stahluhr und die liegt bei ungefähr 150.000 Euro. 150.000? Ja, das ist nur gestiegen. Liste, wie viel kostet die Liste? Liste, keine Ahnung, 30, 25. Leute, sag mal, erklär mal kurz den Leuten, die gar keine Ahnung haben von Uhren. Oder wenn du die Uhr kaufen willst, Liste. Liste heißt ja, du kaufst die vom Händler direkt. Also du gehst ins Rolex-Laden, Wempel, in Deutschland sagt man Wempel, Schmuck und so. Aber die haben die Uhren nicht, die sind alle ausverkauft, die haben eine Warteliste von zum Teil 8 Jahren. Alles, was über 8 Jahren ist, ist eine Wunschliste. Keine Warteliste mehr quasi. Und wenn du auf die Wünschliste kommst, hast du eh keine Chance. Bei der Uhr ist auch immer so, zum Beispiel, die sagen dir 3 Jahre für eine Uhr, aber dann kommt irgendein Prinz, irgendwelche Celebrities und dann werden die bevorzugt. Fußballer, Sportler. Ja, ja, ja. Und dann rutschst du immer weiter unten. Das heißt, 3 Jahre offiziell, inoffiziell 5 Jahre wartest du auf die Uhr. Ihr müsst euch denken, Leute, die sind halt so teuer. Ich pack die mal an. Ne? Die sind halt limitiert, dass zum Beispiel die Patek Philippe Nautilus 5711, ne? Ja, die wurde eingestellt. Bisschen kenne ich mich schon aus. Die kosten dann zum Beispiel damals, wenn du die direkt über Patek bekommst, 30.000, 35.000, aber weil die halt so limitiert ist und jeder die haben will, aufgrund der Knappheit und der hohen Nachfrage, kostet die dann einfach 150. Aber ich wusste nicht, dass ich 150, vielleicht ja, war die auch 110, als ich das wusste. Ja. Dann hast du hier auch, sind alles Factory Set hier, das, ne? Das ist alles werksbesetzt, ja, klar. So hat man hier halt die ganzen Patek-Modelle, APs. Die sich mit Uhren auskennen, wissen dann halt, was hier abgeht. Das sind halt so 39 Champions League. Und dazu, ich muss auch, ich ist muss das diese Ultra Thin, ne? Oh, ja, ja, genau. Alter. Davon habe ich 3 Stück, Bruder. Alle in Rose Gold. Das ist so mit einer meiner Lieblingsuhren. Die ist ein Level. Aber du musst auch dazu sagen, ja, Leute denken immer, dass ich die günstig bekomme. Beim Verhandeln immer so, gib mal 20.000 Euro weniger. Nein, Bruder, ich kaufe die echt hoch ein. Zum Teil auch kaufe ich eine Uhr ein, lasse die 1-2 Monate im Safe liegen und dann hole ich die raus, wenn der Preis schon gestiegen ist. Weißt du, dann mache ich meinen Profit. Mhm. Ja, ja. Stimmt, diese Uhren sind auch Wertanlage, ne Leute. Wenn ihr jetzt 100, guck mal, die war vor, ich weiß noch, mein Schwager wollte die kaufen vor einem Jahr. Eine als Jahr Anlage, die war 70k. Die war 70k und jetzt bei 150k. Auf jeden Fall. Ich verdoppelt. Auf jeden Fall. Machen wir weiter, Bro. Also auf jeden Fall krass. Ja, also Patek und AP ist. Ganz kurz, also ein kleiner Background. Patek ist in den letzten 6 Jahren prozentual mehr gestiegen als Gold. Mehr als Gold. Natürlich für Leute, die jetzt so Bitcoin traden und so, für die ist es ein Witz, die sagen, ich mache zweimal mein Geld in einer Woche oder so, aber für, stell dir mal vor, es gibt eine Welt ohne Krypto, dann ist das schon sehr krass. Ja. Ich habe Kunden, die kaufen von mir eine Uhr ein, Richard Mille. Ich habe denen in 5 Monaten $100.000, also 80.000 Euro oder was, Gewinn gegeben, zurückgekauft. Tatsächlich, weil der Marktwert gestiegen ist. Ich aber was hast du hier ganz kurz noch? Wir sind ja ursprünglich Juweliere. Hast du da draußen gesehen, ein bisschen im Showroom.
Und deine ganze Familie, ne? Also wir haben es ja schon gesehen. Ich war auch schon mal hier, Leute. Also ich habe ein paar Informationen. Deine ganze Familie ist... Der Familienhintergrund ist Schmuck tatsächlich. Dann haben wir vor 2-3 Jahren haben gesagt, komm, wir machen einen eigenen Laden auf. Separat quasi als eigene Firma. Mit deinem Cousin? Und dann haben wir gesagt, wir machen so ein bisschen Schmuck. Und dann haben wir gesehen, dass Uhren auch richtig hype sind. So. Aber mittlerweile versuchen wir auch unseren Schmuck sehr, sehr... also zu wachsen mit unserer Marke. Wir haben Cuban Chain, das sind diese, weißt du? Pack so den mal aus, Alter. Der Schmuck, den man in Amerika trägt und so alles. Ja, die ganzen Rapper. Genau. Und das versuchen wir halt hier so ein bisschen auch im Nahen Osten ein bisschen mehr in Trend zu bringen. Habt ihr bestimmt gute Abnahmen aber hier, ne? Ja, hier stehen die Leute, das Ding, das ist ein halber Kilo Gold, das ist ein halbes Kilo Weißgold mit über 80 Karat VVS-Stein. VVS. Ja, VVS. Alle Steine sind hier VVS, ohne Ausnahme. Guck mal, das Schloss allein ist 20.000 Euro. 20.000 Euro das Schloss? Nur das Schloss, das sind alles Baguette-Steine. Boah, das ist krank. Wo lässt ihr das anfertigen? Das ist eigene Factory hier in Dubai direkt. Okay, was kostet das? Was kostet der Spaß? $150.000, Bruder. Little Wayne's, Alter. $150.000 für eine Kette. Und anders als bei den Uhren habt ihr hier halt gar kein Wertdings, ne? So. Ihr das kauft und dann verkauft. Bro, was sind deine ganzen Rolex-Uhren? Wir hatten jetzt zwei Events, Bruder. Boxing-Dings. Ja, ich gesehen. Zwei Tage hintereinander, zwei verschiedene Events. Bruder, wir haben den Showroom geschlossen, geschlossene Gesellschaft. Zwei Tage, diese ganzen Leute sind gekommen, haben alles leer gekauft, Bruder. Alles. Ich bin gerade voll enttäuscht. Ja, 20-30 Uhren waren hier, Bruder. Aber ich habe umso mehr speziellere Uhren im Koffer, zeige ich dir gleich. Okay, da ist der Koffer. Der hatte letztes Mal alle Rolex-Modelle ab Pepsi aufsteigen, hat's da alles. Du hast jetzt alles, keine alles, Dinge, du hast alles. Du hast die goldene Daytona mit grünem Ziffernblatt, die war krass. Ja, du hattest alles weg. Drei, alles. Vier Platin-Modelle, aber nee, Platin-Modelle hast du immer noch. Die Uhr ist limitiert auf 18 Stück. Kannst du auch mal aufmachen hier, bitte? Die hier direkt auffällt, ist die Santos. Aber die ist nicht wechselnd, das ist die selber. Krass. Wir besetzen auch selber Uhren. Also alle Diamanten, die du bei uns siehst, sind... Alles wie wir es. Ja, ist krass. Was hast du dann hier noch? Platona ist auch eine sehr, sehr heftige Uhr, Leute. Wir müssen mal wissen, wie schwer die ist. Also Platin Daytona ist echt next level. Was kostet die mittlerweile? Euro weiß ich gar nicht. 550 Grad Dirham. Warte, ich guck mal hier. Ja, sind so 130. So ist ja 100, 127. Dann hat der hier noch eine. Das ist halt so ein Klassiker, ne? Day-Date mit Arabic Diet. Die ist auch im Preis gestiegen, nachdem der Mark Wahlberg die getragen hat, ne? Der Jay-Z trägt die auch. Jay-Z hat sie schon ganz damals. Das ist schon Next Level. Aber die Stars kriegen doch alle Liste-Preis. Liste, ich habe sogar noch Rabatt, ne? Zeig mal die Jake und Co. Die ist geil. Hast du Ton? Meine Mikrofon. Ich zeig dir mal das, ob du Ton hast. Die ist limitiert auf 18 Stück. Das ist Nummer 17. Mir schreckt das voll auf, dass die ganzen Uhren hier wechseln, Bruder. Wo sind die ganzen Rolex-Modelle? Wir hatten so Krypto-Leute hier, weißt du, aus Amerika, überall, aus verschiedenen Communities. Wir haben keinen Witz, in zwei Tagen, übers Wochenende, haben wir $3 Millionen Umsatz gemacht. Crazy, Alter. Das ist verrückt. Freut mich aber für dich, Bruder. Glückwunsch. Alles. Ich bin schon doof. Doof für mich, aber gut für dich. Freut mich. Ja, aber ich habe noch guten Stock da. Hier, guck mal, die Jacob, kann man das jetzt hier besser sehen? Schon, ja. Du hast den Knopf. Hört man das? Ja, wenn die Leute leise werden. Krass, Godfather-Musik. Hört man das? Ja. Ich weiß, was man da drin dreht sich alles. Das ist ein Automatikuhr, ne? Genau. Krass, Alter. Mit einem Tourbillon-Movement. Uhren mit Tourbillon sind halt krass. Ich hatte zwei APs da, die sind leider verkauft, aber ich habe schon nachbestellt, Bruder, neuen Stock. Was kostet diese Uhr jetzt? Ich verkaufe die für $250.000. Lohnt das als Anlage? Jacob eher weniger, Bruder. Ganz ehrlich, Patek und so ist ein bisschen... Wer trägt denn, wer kauft denn so eine Jacob? Leute, die schon alles haben quasi. So aus Joke, der ist dann auf der Party und dreht seine Uhr auf und sagt... Ja, Bruder, Leute, die schon alles haben, Richard Mill, Patek, AP, weiß was sollen die noch einkaufen? Dann kaufen die sowas ein. Oder Leute, die nicht Uhrensammler sind und nicht verkaufen, weil es quasi nicht als Wertanlage. Ja, verstehe. Ja, krass. Was seid ihr von der Uhr, Leute? Würdet ihr euch sowas kaufen für 250.000 Euro? Also was ich machen, wenn ich eine Milliarde hätte. Aber Geschmackssache. Diese Dingens Roulette-Uhr ist aber geil, die würde ich mir holen. Die Roulette-Uhr ist nice. Ich habe hier auch, du meinst ja, wir haben keine Uhr mehr, Bruder. Guck mal, ich habe eine neue Wand.
Ich glaube, die hattest du noch gar nicht gesehen. Nee, der Showroom ist neu. Ich bin gespannt. Das hat mir schon angeguckt. Das ist ja aus der Lobby rausgeholt. Ey, das ist krank. Wir haben jetzt nochmal alle Uhren nach vorne gezogen, weil die sonst überbelöscht waren hinten. Weil ihr habt hier halt Richard mit. Und du musst da nicht mal was sagen, Bruder. Ich kenne diese die Leute. Also wir haben jetzt hier in der Wand unsere etwas teureren Modelle. Also zum Beispiel hier oben ist die RM Mask. Welche? Die ganz oben. Ja, die ist 2,1 Millionen Dollar. 2,1 Millionen Dollar, Alter. Ja. Das sieht aber krank aus, echt. Also ein dickes Einfamilienhaus mäßig. Krank. Was für Einfamilienhaus, Alter. Drei Familien. Villa, Digga. Krank. Ich kenne in Deutschland die Preise nicht, Bruder. Ich war lange nicht mehr da. Bruder. Ja, weiter. Welche ist die günstigste Uhr? Fangen wir mal so an. Also hier, von denen jetzt? Ja, von den anderen. 450k Dollar da oben, die. Papa Watson? Genau. Das ist jetzt. Die hatte ich mal in meinem Fake-Video drin. Habt ihr das gesehen, Leute? In Karamama gab es die. Ich liebe die so. Ja, und die teuerste? Mask. Die teuerste hier ist jetzt die Mask, 2,1 Millionen Dollar. Welche sind alle über 1 Million? Die oben ist 1,5 Millionen Dollar. Die hat auch Tuvia Movement. Alter, das ist doch krank. Die, die keine Ahnung haben, werden sich denken, what the fuck. So, ich fand die einfach auch nicht schön, aber mittlerweile liebe ich Richard Mill. Richard Mill ist Standing Mode. Sitzen geil auf der Hand. Weißt du, was ich immer sage, meinen Kunden? Statement. Wenn du einen Richard Mill trägst, automatisch deine Brust 2 cm höher, oder? Wenn du irgendwo reinläufst. Nase auch? Wie die Leute. Nase so. Weißt du, die Leute, die ist vor allem in Dubai ist wichtig, weißt du, wenn du so unter natürlich Leuten bist, ein bisschen networken willst und so. Richard Mill ist auf jeden Fall ein geiler Anhaltspunkt. Die kostet über 1 Million, 2 Millionen. Die hier kostet 900.000 Dollar. Was ist der Listenpreis von denen hier? Ja, circa 200-300k Dollar. Listenpreis bei denen auch schon sehr, sehr hoch, ne? Ich habe meine eigene, habe ich damals für 310.000 Dollar eingekauft. Heute kann ich die für 640 verkaufen. In welchem Zeitraum? Ein Jahr und, also knapp 2 Jahre. Heftig, ja. Knapp 2 Jahre. Heftig, Digga. Ja, wir haben jetzt hier 9 Richard Mill. Was ist der Wert hier von der Wand? 5 Millionen? Nee, ein bisschen mehr. Ja. Du hast 1, 2, 3. Die sind schon 4 Millionen. 4, 5, sagen wir mal so 8 Millionen Dollar vielleicht. Ja. Leute, 8 Millionen Dollar einfach hier in Uhren. Was wiegt so eine Uhr? Und lass mal kurz, bevor wir an den Koffer gehen, nochmal hier ein paar Sachen zeigen. Hier sind dann auch noch überall Diamanten, Cuban Chains. Wie er eben gesagt hat, alles VVS. Das ist krass. Was kostet hier so ein Bracelet? Also hier liegst du ca. 20k Dollar. Hier ist 40k Dollar, Euro, Alter. Das hier. Das ist immer ein Unterschied. Also vom Setting, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera erkennt. Guck mal, hier sind Baguette-Steine drin. Erkennt man schon. Erkennt man nicht. Warte, wenn ich das so ein bisschen raushol. Ja, perfekt. Guck mal, hier oben sind Baguette-Steine drin. Baguette-Steine sind halt so länger gezogen. Genau, genau. Keine runden Diamantenblöcke mäßig, ne? Und das ist halt euer Logo und euer Verschluss dann immer, ne? Das habe ich jetzt von dir gesehen. Das ist schon krass. Die Qualität ist halt anders, Bruder. Weil wir benutzen ausschließlich 18 Karat Gold und VVS-Diamant. Das heißt, du hast auch einen Wert, den du tatsächlich trägst. Bei den ganzen anderen Schmuck, diese schlechteren Diamanten, 14 Karat Gold, dann hast du keinen Wiederverkaufswert, Digga. Du hast ja gesagt, dass viele Stars bei dir einkaufen. Auf eurer Instagram-Seite hat man ja gesehen, Ronaldinho war hier, Marcelo, Karim Benzema. Karim Benzema war hier aus UK, viele Stormzy war hier. Timothy war auch hier, Bruder, welcome to Saint-Tropez. Ja, klar, der Russe, ne? Ja. Luciano war bei uns. Hier haben wir ein paar Tennis-Chains. Ist gerade auch so ein bisschen im Trend. Ist halt im Vergleich zu den ganzen Cubans etwas schicker. Ne? Ich vergleiche das immer so, ich sag so, wenn du in Amerika schaust. Kann man auspacken? Wenn du in Amerika schaust, die ganzen Rapper. Lil Yachty und so, die tragen alle so Cuban Chains. Drake trägt Tennis Chains, weißt du? Das ist elegant unter den. Es ist elegant, aber du hast auch größere Steine, Bruder. Noch teurer als so, ne? Ja, desto größer ein Stein ist, umso mehr Wert hast du an so einer Kette. Also die sind schon, die fangen so ab 80.000 Dollar an und gehen hoch bis 200.000 Dollar. Man kennt leider nicht, wie die funkeln, das ist schon krass in live. Sieht auch geil aus. Ja, das ist mein Lieblingsdesign, Bruder, das trage ich doch auch. Sieht cool aus. Was kostet deine Kette? Kostet ca. 35k Dollar. Was hast du jetzt noch für uns da? Setz dich, Bruder. Du hast ja gesagt, wir haben keine Rolex mehr. Ja. Yeah. Ist das Kokoleder? Keine Ahnung, Digga. Aber dafür haben wir umso mehr Richard Mill auf Lager, Bruder.
Nochmal Leute, die sind alle original, ne? Das ist hier kein Dingens. Das ist hier kein Fake-Store oder so. Alhamdulillah, bei uns ist die Seite ist gut gewachsen. Ja, schön. Wir haben uns einen Namen gemacht, especially in Dubai. Wir sind dabei, auch ein bisschen internationaler zu werden, so, aber halt mehr mit Schmuck in Dubai. Aber in Dubai triffst du ja eh die ganze Welt. Hier hast du eh einen Kontakt. Ja, meine Kunden sind Chinesen, Russen, Iraner, Araber, aus Amerika, überall. Ich habe viele. Woher am meisten? Kann ich gar nicht einschätzen. Also momentan durch diesen ganzen Krypto-Hype tatsächlich Kanada, Amerikaner, Europäer. Aber ansonsten Russen, viele Russen. Was mit Locals, Chinesen. Arabs? Locals, Bruder, die kaufen Stahl-Rolex. Locals. Wieso lachst du, Bruder? Jetzt hast du dich sagen, Rolex. Ja, weißt du, wie das ist? Ich hab Kunden, der Typ ist 40 Jahre alt, kommt hier hin, sieht eine Rolex Pepsi und diskutiert mit mir 3 Tage über den Preis. Um 1000 Dirham, also 200 Euro. Ja, diskutiert er 3 Tage und am Ende kauft er den nicht. Und dann habe ich Russen, die hier hinkommen, sehen, oh ja, Brother, how much? 500.000 Dollar, okay, zack, verkauft. Ohne Handel. Also, ohne Handel, Bruder, einfach weg. Was ist hier die teuerste Uhr? Oder die besonderste, machen wir mal erstmal die teuerste? Also ich sag mal, die teuerste ist hier aus dem Koffer auf jeden Fall die. Das ist eine Adam 29. Das ist aber schön, das ist noch kleiner geworden, ne, mittlerweile. Das ist die Adam 29, das ist ein altes Modell, aber das ist eine neue Edition, also die letzte quasi, die von denen machen. Wie kommst du denn an all die Uhren? Was für ein Netzwerk hast du? Sind die aus Dubai, kommen, aus ganzer nein, Welt? Nein, die kommen aus der ganzen Welt, also aus Hongkong viel. Hongkong ist ja so ein Uhrenhub, aber da kann auch nicht jeder kaufen. Also wenn du jetzt nach Hongkong gehst, dann kriegst du keine Uhr. Du musst ja Leute kennen und dich quasi als Händler bei denen beweisen, dass du dann irgendwann Uhren bekommst. Und zum Beispiel spezielle Teile, so wie die Mask für 2 Millionen Dollar, oder die kriege ich auch nicht so. Ich muss zum Beispiel von den Uhren, habe ich 1, 2, ich hatte noch 2, ich hatte 4 Stück von denen, die kosten 700.000 Dollar. Also ich muss sich schon 4 Stück von denen kaufen, dass er mir die erstmal anbietet, weißt du? Das ist wie bei Rolex. Auch ein bisschen wie bei Rolex, aber Grey Market, sagt man so, grauer Markt. Ne? So. Bei Rolex machen die ja immer so, du musst 3 V-Modelle kaufen, damit du dann einen Pepsi bekommst. Mittlerweile musst du 10 kaufen, also bist du überhaupt ernst genommen ist. Ja? Also die speziellste Uhr jetzt hier aus dem Koffer ist meiner Meinung nach die. Das ist die Carbon, ne? Das ist die Richard Mille 11 Lotus Edition. Was also so Racing Team, die kostet 520.000 Dollar. Aber die Uhr wurde halt 2 Jahre hergestellt. Die war 2 Jahre in der Produktion und ist limitiert auf irgendwie 100 Stück oder 500 Stück, steht hinten dran, weiß ich nicht. Aber das ist so die Uhr, die am meisten Nachfrage jetzt hat hier aus der Box. Abgesehen von hier diesen 1103, das ist so der Flagship. Das ist die S-Klasse von Richard Mille. So die Standard-Edition, weißt du? So. Einer der Hauptgründe ist halt, dass du sehr viel Geld verschieben kannst. Oder du kaufst die Uhr in Europa ein mit Bargeld. Und Bargeld ist in Europa ja, sagen wir mal, ist nicht so erlaubt, weißt du? So, und dann hast du das Geld nicht auf der Bank, sondern du hast eine Uhr. Und dann fliegst du nach Dubai, fliegst du nach Amerika oder sonst wo und dann verkaufst du die Uhr zum selben Preis. Und hast dein Geld von einer Seite auf der Welt auf die andere weiß gemacht. Auch kleiner Tipp für deine Follower, wenn du wollt, kauf für Richard Müller. Und dann bist du halt ohne 1 Cent irgendwie Gebühr, hast du dein Geld von hier nach da in bar verschoben. So, das ist so einer der Gründe, warum diese Uhren im Preis nicht sinken. Warum sind die denn so teuer? Was für Geschenke den Preis? Oder der Preis? Technik auch oder Technik gar Technik nicht? Zum Teil, ja. Die meisten Werke von Richard Mille sind tatsächlich aus dem AP-Haus, Audemars Piguet alles, bis auf die paar Tourbillon-Movements. Aber das Ding ist, guck mal, wenn du dir eine Uhr kaufst für 400.000 Dollar, 500.000 Dollar, würdest du die günstiger verkaufen? Nein. Weil wieso kauft Geld der Erste die? Die kaufen doch, das ist doch Nachfrage alles, weißt du? Marketing auch, ne? Marketing, guck mal, Richard Mille hat die krasseste Marketing in der Welt. Die haben in die Sportarten investiert, Bruder, Golf, Formel 1, Polo reiten, Tennis. Das sind so diese Spießersportarten, weißt du, wo die alle reich. Guck mal, wer spielt Golf, wer spielt Basketball, weißt du so. Ist ja ein bisschen so ein Niveau, ist anders. Also hobbymäßig jetzt, nicht die Spieler selber. So. Du weißt ja auch, wenn jemand, wir haben ja eben darüber geredet mit Statement, wenn jemand eine Richard Mille trägt, dann weiß, dass er reich ist. Das auch, das kaufst du ja mit. Du kaufst ja ein Image mit dieser Uhr. Ich meine, das merkst du in Dubai, oder wenn du irgendwo einen Tisch reservieren willst im Restaurant und dann läufst du mit einer Richard Mille hin, wirst du ganz anders wahrgenommen. Weißt du, die sagen dann, komm, ja, hier direkt an den Tisch. Andere Leute warten eine Stunde. Fragen auch viele Fake? Ich sehe voll auf die Dubai, ja, Bruder, Five Palm Hotel, kennst du? Ja, klar. Bruder, ich laufe ins Hotel rein, ich seh 2000 Richard Mille. In ganz Dubai gibt es nicht mal 2000 Richard Mille, weißt du, ich meine. Fakes gibt es auf jeden Fall, aber
mittlerweile merkst du das. Wenn du jemanden anguckst, dann merkst du, wie der sich benimmt, wie der sich verhaltet, ob die Uhr echt oder fake ist. Was kriegt man mit diesen Uhren mit? Immer Box, Papiere? Alle Uhren sind vollständig. Ja. Box, Papiere, Zertifikat, alles. Die Uhren haben verschiedene Baujahr, zum Beispiel die ist aus 2015. Habe ich ja gesagt, die wurde 2 Jahre nur produziert. Aber die Uhr ist halt neu. Das Kautschuk sieht so Dinge zu Hause günstig. Kann man das so austauschen? Oder die Bänder kannst du austauschen, die Farbe tatsächlich kannst du austauschen, aber die kosten mittlerweile 2000 Euro. Nur ein Kautschukband, also. Gummiband, Digga, ja. 2000 Euro zahlst du, kriegst eine andere Farbe. Also ich bin ganz am Überlegen. Für dich ist ja mein Breit schon gar nichts, so einfach nicht. Ich kenne mich halt nicht aus, vielleicht ist die Uhr geil. Ja, die kostet ein bisschen 6, 7 und so. Ja, ist, ja. Das Preis ja. Koko-Band? Also, guck mal, direkt ein Kunde von mir. Ich wollte sagen, ich geier hier, für $600 kriegst du ein Koko-Band. Krokodili der Wand, ich bin ganz am Nerven, du sagst 2000 Euro Plastik. Ja, Bruder. So, wir kommen jetzt auch zum Ende des Videos. Es ist gerade ein Kunde gekommen. Can we show you your watch, Sir? So sieht halt ein Standardkunde aus. How much is this watch? I don't know. It's very expensive. Nowadays, $495,000. How much did you pay? Very cheap, $220,000. Keine Investition, sag ich dir. Nur hat er von mir gekauft. Mabruk. Ja, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich danke dir für deine Zeit. Gerne, Bruder. Was wir noch beredet haben, dass wir vielleicht zusammen ein Interview machen. So, goodbye Deutschland. Goodbye Deutschland. Dass wir halt, ich habe ja das Interview mit dem Ashraf geführt. Ich habe das vor, dass wir deutsche Auswanderer interviewen, die es hier zu was Großem geschafft haben. Da gehörst du auf jeden Fall mit dazu. Was kostet hier die Galerie? Nochmal so abschließend, dein ganzer Gesamtwert hier mit den Diamanten vorne, hier hinten. Also ich schätze das so auf, wir haben anfangs knapp 30 Millionen Dollar reingesteckt. Mittlerweile vielleicht 2-3 mehr, so. Also knapp über 30. So Leute, wenn ihr wissen wollt, wie einer, der in Dortmund geboren ist, hier, wie alt bist du? Ich bin 28. Oder? Mit 28 eine 32 Millionen Dollar Galerie besitzen kann. Besitzt ihr damit, ne? Dann schreibt eure Fragen ins Kommentarbereich, Leute. Dann machen wir auf jeden Fall mit ihm ein Video. Vielen Dank mal für deine Zeit, Bruder. Hat mich gefreut. Wenn die dich besuchen wollen hier, wo bist du? Wir sind im H Hotel, also einfach nur H, der Buchstabe H. Sheikh Zayed Road, Dubai. Etage sagst du oder? Vierte Etage. Okay, dann könnt ihr hier hinkommen, könnt ihr euch auch die Uhren anschauen, eine Uhr kaufen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wie gesagt, kommentiert eure Fragen. Peace out und ciao. Leute, ich wollte das Video eigentlich beenden. Ich wollte gerade rausgehen. Dann sehe ich einfach diese 2 Uhren noch random da, die der uns gar nicht gezeigt hat. Was sind das für Uhren, Alter? Die sehen krank aus. Die sind alle werksbesetzt. Die Uhr siehst du nirgendwo auf der Welt. Nur ich hab die. Piece unique. Das heißt, die Uhren gibt es nur einmal, so von AP. Ja, das heißt, 1 von 1. Was kosten die? Die kosten jeweils $400,000. Also für eine AP ist schon eine Hausnummer, Digga. Krank, Alter. Gerade erst eingekauft, deswegen waren die auch nicht im Showroom. Krank, Alter. Wie bist du an die reingekommen? Die habe ich bestellt, es hat 2 Monate gedauert, bis ich die bekommen habe über Hongkong. Vom Werk dann? Achso. Nein, vom Werk. Bruder, wenn ich Uhren zur Liste bekommen würde, würde ich Bugatti fahren, ich sag dir ganz ehrlich. Was fährst du jetzt? Guck mal, er hat unten gesehen, dass das Auto weg sei. Das ist ein Verrat wie im Interview dann. Verraten wir im Interview, ja, Bruder.